In diesem Video zeige ich dir 5 Fragen, mit denen du ganz einfach herausfinden kannst, ob du deine Beziehung retten oder doch lieber beenden solltest. Ich bin Coach Lena und unterstütze Menschen in Situationen rund um die Trennung herum, wo die Trennung also vielleicht schon im Raum steht oder auch schon passiert ist und wie es dann auch weitergehen kann, wie man zum Beispiel eine gescheiterte Beziehung wieder herstellen kann und reparieren kann, wie man Gefühle wecken kann und Liebe zurückbringen kann. Stürzen wir uns also gleich mal zur ersten Frage, nämlich: Kannst du verzeihen? Grundsätzlich kann ich sagen, dass es das Normalste ist, dass es in Beziehungen mal zu einem Konflikt kommt. Weil immerhin teilt man ja das eigene Leben mit einem anderen Menschen. Das heißt, alle diese intimen Momente, die Ängste, die Sorgen, die Schwächen, die Eigenheiten, all die kriegt der andere auf nächster Nähe mit. Und ein anderer Mensch, auch wenn er der Partner ist, ist ein anderer Mensch mit anderen Werten und Glaubenssätzen und auch anderen Erfahrungen, die dieser Mensch in seinem Leben bisher jetzt gemacht hat. Das heißt, ich als Coach würde mir eher Sorgen machen, wenn mir Menschen im Coaching erzählen, dass sie nie Konflikte haben und dass immer alles super ist in der Beziehung. Das wäre das Abnormale eigentlich. Wenn mir Menschen erzählen, dass immer alles super in der Beziehung ist und ich dann ein bisschen genauer nachfrage, dann merke ich schon sehr schnell, dass da tatsächlich oft sehr vieles im Argen gelegen hat, man das aber gelungen ignoriert hat, sozusagen. Denn an dieser Stelle kommt das Verzeihen ins Spiel. Verzeihen heißt nämlich nicht, dass es egal ist, was man gemacht hat, passt schon, ist schon wieder gut. Das ist Verzeihen nicht. Verzeihen heißt vielmehr: Wow, ich sehe deinen Prozess und ich sehe auch den Schritt, den es für dich bedeutet hat, und so nehme ich dich an. Das heißt, verzeihen heißt nicht vergessen und vorgefallen und wieder aus und passt, wir denken nie wieder drüber nach, sondern es bedeutet, man erinnert sich zwar noch an das, was passiert ist, aber diese negative Emotion, die das mit sich bringt, die fühlt sich nicht mehr so schlimm an. Man erinnert sich also an die Sache, aber erlebt nicht wieder diesen gleichen Schock, den das damals für einen gehabt hat. Krieg also mal für dich klar, wenn du die Beziehung retten würdest, wenn die Probleme überwunden werden können, könntest du das dann verzeihen? Und würdest du immer ewig so Groll mit dir einherschleppen? Und wie würde sich dieser Groll dann in der weiteren Beziehung entwickeln? Wird er die Beziehung dann erst recht zerstören? Oder könntest du sagen, ja, ich verstehe es, ich kann es annehmen und ich kann auch gut damit sein. Bevor wir zur zweiten Frage kommen, noch schnell eine Erinnerung. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann lass mir ein Abo da, denn mein Team und ich beantworten die Fragen in den Kommentaren von unseren Abonnenten immer priorisiert. Damit aber zur zweiten Frage, die du dir stellen kannst, wenn du nicht weißt, ob du deine Beziehung retten oder beenden sollst. Nämlich: Liegt es in deiner Hand, etwas zu verändern? Und hier ganz wichtig, diese Veränderung, die sollte dir auch tatsächlich gut tun. Ich gebe dir gleich ein Beispiel dazu. Nehmen wir mal an, es gibt in der Beziehung einen ungleichen Kinderwunsch. Er möchte Kinder und sie möchte keine haben. Und wenn das solche Unvereinbarkeiten sind, wo der Partner nicht von der jeweiligen Position abrücken möchte, dann ist es in sehr vielen Fällen einfach besser, die Beziehung tatsächlich zu beenden, weil sehr oft vorkommen kann, dass es für den einen, dass der eine dann für den anderen das aufgibt und dass man dann deswegen immer eine unglückliche Situation in der Beziehung hat und in weiterer Folge, auch wenn man das aufgibt, dass es dann oft einfach zu Vorwürfen kommt in der Beziehung, die viele, viele Jahre bestehen bleiben. Ganz anders schaut es natürlich aus, wenn die Beziehung nur so ein bisschen eingeschlafen ist, vielleicht die Gefühle nicht mehr so da sind oder die Kommunikation einfach nicht mehr gut klappt. Dann kann man mit den richtigen Techniken relativ schnell wieder einen frischen Wind reinbringen. Denn wenn sich der eine verändert, dann verändert sich in der Regel auch die ganze Dynamik in der Beziehung. Und in diesem Video hier oben, da erklärte der Stefan, wie du die Beziehung retten kannst, wenn sie eben eingeschlafen ist, wenn die Gefühle weniger sind und verschwunden sind. Denn leider glauben sehr viele, dass man da gar nichts mehr machen kann, was aus meiner Erfahrung ein bisschen ein Blödsinn ist, weil gerade dann gibt es extrem viele Werkzeuge, die man sinnvoll einsetzen kann. Deswegen schau dir auf alle Fälle das Video vom Stefan an, da erfährst du sehr coole Techniken, wie du die Gefühle wieder zurückbringen kannst. Somit gehen wir weiter zur dritten Frage, nämlich: Könnt ihr noch gut miteinander?
Damit man eine Beziehung retten kann, ist es wichtig, dass noch eine Kommunikationsbasis da ist. Wenn man gar nicht mehr miteinander reden kann, dann wird es ganz schwer. Denn dieses gemeinsame Gespräch, das ist halt das, was es als Basis braucht, auf das man wieder aufbauen kann, damit man auch den Pfad zur Liebe zurückgehen kann. Wenn einfach schon zu viel zerbrochen ist, wenn man nicht mal mehr sachlich korrekt miteinander reden kann, dann wird es in den meisten Fällen auch nicht möglich sein, die Differenzen zu beseitigen, die die Krise eben auslösen. Du kannst es dir so vorstellen. Es gibt da so ein Thema oder einen Bereich, wo gerade Krise ist in der Beziehung. Und dann ist die Frage immer, gibt es außerhalb von diesem Thema und Bereich auch noch Bereiche, wo die Beziehung gut geht, wo man gut miteinander kann, wo man sagen kann, okay, das passt, das funktioniert gerade noch miteinander. Weil wenn das nicht mehr der Fall ist, wenn es also keine Bereiche außerhalb von diesem Krisenbereich gibt, dann ist es womöglich wirklich besser, die Beziehung zu beenden. Also solange man noch sagen kann, okay, wir haben hier ein Thema, ein Problem X, aber wir können das angehen, weil wir in anderen Bereichen noch gut zusammenkommen, solange man das so sagen kann, kann man die Beziehung laut meiner Erfahrung auch gut retten. Aber zu dem Zeitpunkt, wo man dann zum Partner sagt, hey, du bist nur mehr dieses schwere Thema und ich erkenne auch nichts mehr anderes in dir, solange man einfach, wenn man nur mehr das so sieht, wie es wird das vor dem Kopf so richtig kleben, dann wird es wirklich schwer, die Gefühle wieder zurückzubringen, weil man einfach schon sehr reduziert und auch auf dieses schwere Thema fokussiert ist. Somit zur nächsten Frage, nämlich gibt es noch eine Perspektive? Und auch bei der Perspektivenfrage kannst du dir das Bild von vorhin wieder herholen, wo es einen Bereich gibt, der schwer ist, den wir Krise nennen, und im besten Fall noch andere Bereiche, die intakt und okay sind. Und am Anfang ist es natürlich auch okay, diesen Krisenbereich, den kaputten Bereich, mal ein bisschen zu lassen und nicht immer 100 drauf zu fokussieren und nicht immer mit der Aufmerksamkeit da zu sein. Das heißt, viele gehen dann auch oft in Ablenkung und probieren mal andere Dinge aus. Aber letztlich muss es natürlich dann irgendeinen Lösungsversuch geben und auch eine Klärung in diesem Bereich passieren. Das heißt, es ist total okay und auch lebensnah, wenn man nicht immer gleich alles sofort angeht und löst. Oft braucht es ja auch ein bisschen Zeit. Aber man muss eine Perspektive haben, dass dieses Thema irgendwann gelöst sein wird. Und solange es keine Perspektive mehr gibt dahingehend, ist die Trennung unausweichlich. Der Schlüsselpunkt ist also, gibt es sowas wie ein gemeinsames Beziehungsziel, wo beide Partner eine Lösung finden wollen. Und solange beide das möchten, ist es gut möglich, die Beziehung zu retten und Wege zu finden. Und schließlich gibt es noch eine Frage Nummer 5, nämlich gibt dir die Beziehung nach wie vor Energie? Und selbstverständlich, wenn es Krisen und Probleme in der Beziehung gibt, dann wird einem das immer Energie kosten, weil es ist anstrengend, das tut weh, man muss Lösungen finden, man muss sich umstellen, aufeinander eingehen. Aber wenn man dann immer nur dieses Thema behandelt, dann ist das natürlich auch ein Dauerstress und umso schwerer wird es, die Beziehung tatsächlich zu retten. Hingegen, wenn es noch viele andere Bereiche gibt, die einem Energie geben von der Beziehung her, dann ist das natürlich umso einfacher und funktioniert auch viel besser. Du kannst es dir so vorstellen, solange es in der Beziehung viele Punkte und Bereiche gibt, die bunt und farbig und froh sind, kann man da relativ gut rangehen und auch wieder viel wiederherstellen. Aber je mehr schwarz und verkümmert und grauer wird, umso schwerer wird es einfach, da wieder rauszukommen. Wenn du dich jetzt für einen Rettungsversuch deiner Beziehung entschließt, dann bist du auf diesem Kanal genau richtig. Für dich kann es mit dem Video neben mir weitergehen. In dem Video zeigt dir der Stefan 4 super effektive Techniken, mit denen du wieder Liebe und Gefühle in deine Beziehung zurückbringen kannst, auch wenn die Beziehung schon ein bisschen eingeschlafen ist. Das war's von meiner Seite. Tschüss, Baba und viel Spaß mit dem Stefan.